und herzlich willkommen bei einem Let's Play von Hearthstone. Wir kämpfen gegen Schurke und sind selber ein Hunter. Gab es mal wieder ein Reset, das heißt, wir sind jetzt wieder auf Rang 20. Ich habe da ein bisschen Solo gespielt, beziehungsweise offline. Und habe mir einfach mal gedacht, das macht ja nichts, weil es ja so oder so jede Woche ja resettet wird. Und jetzt fangen wir gleich mal an mit drei Goblinen. Oder Golems, nicht Goblinen, Golems. Und ein Icewind Yeti, was ziemlich gut ist, so gesehen. Weil dadurch können wir schon ziemlich früh viele Monster aufs Deck legen. Oder aufs Board, nicht aufs Deck, was rede ich? Aufs Board jetzt, weil ich nicht mal mehr wie was heißt. Da muss ich mir gleich mal einen Stern auf den Kopf schmeißen. Flacher Witz, hehehe. Na, aber da haben wir auf jeden Fall drei gute Karten. Und jetzt haben wir sogar noch eine gute Karte und wir warten einfach mal ab und ziehen gleich, sobald sie jetzt was macht. Okay. Den vernichten wir gleich mal. Mit Fass. Weil das ist zu heftig, wenn der den jetzt ausspielen würde. So, passt. Den haben wir jetzt mal vernichtet. Das ist die Frage. Eins müssen wir uns auf jeden Fall aufheben, egal was kommt. Das können wir nämlich später noch sehr gut gebrauchen für die höheren Gegner. Dann haben wir hier noch. Ach Gott, da kann ich eins sagen dazu. Also mich nervt es extrem. Schreibt mir eure Meinung, was ihr davon denkt, wie das ist, dass die Spiele immer so lange zum Überlegen brauchen, weil meiner Meinung nach, das ist jetzt meine persönliche Meinung, kann man doch nicht so lange brauchen, um eine Karte auszuspielen. Weil ich habe hier jetzt die fünf Karten, was ich jetzt auf dem Deck habe, und ich weiß genau, was ich abspiele. Sollte dies und dies eintreffen. Hat man ja nicht so viele Möglichkeiten, dass man dann eine halbe Stunde um und um sitzen muss und überlegen muss, was man ausspielt. Und immer erst, wenn dieser scheiß Strich kommt, jetzt genau, und jetzt macht es gleich. Jetzt legt er gleich alles raus. Na, was sage ich? Jetzt überlegt er. Was kann ich machen? Okay, ich greife so an. Das ist immer so heftig. Sagt mir, was ihr davon haltet, aber ich finde das einfach nur arg, wie lang die zum Überlegen brauchen. Seht ihr, 3 Sekunden waren das jetzt. 3 Sekunden Zugzeit. Weil ich genau weiß, was ich ausspiele als nächste Runde. Da brauche ich nicht lange überlegen. Jetzt haben wir wieder 30 Sekunden, bis was geschieht. So viele Möglichkeiten. Aber ja, so ist das. Jetzt müssen wir wieder warten, bis die Schnur kommt. Die Karte, die muss ich mir auf jeden Fall bei jedem Deck reintun. Es gibt nämlich eine Karte, wenn man die ausspielt, dann hat man noch 15 Sekunden Zugzeit. Und das ist so geil. Weil dann spielen die wenigstens nicht so lange. Was kann man nur so lange überlegen? Diese Frage werde ich mir immer wieder stellen, weil ich es einfach nicht verstehe. So. Jetzt haben wir noch einmal das hier. Jack. Jetzt haben wir zwei solche Karten. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 4 Monster, wenn man es so nimmt. Weil jetzt jedes Mal, wenn einer von denen stirbt, kommt ein zweites Monster raus. Und somit haben wir auf jeden Fall ziemlich gut ein ziemlich gutes Board-Controlling. Das war sicher kein Englisch oder Deutsch, je nachdem. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine ziemliche Kontrolle über das Feld. Sagen wir es so. Das ist jetzt mich auch Deutsch. Ich bin echt gespannt, was er jetzt ausspielt, aber es wird eh wieder eine Stunde dauern. Also wir sehen uns gleich wieder in einer Stunde. Die Stunde ist noch nicht vorbei. Okay, dann sehen wir uns halt in 3 Stunden.
Das ist so unglaublich. Ich könnte so enragen, wenn ich mir das anschaue. Jetzt läuft die Zeit ab und jetzt auf einmal weiß er, was er ausspielt und nicht einmal dann weiß er es. Ein Wunder. Er hat was gemacht. Ist ja krass. So, jetzt haben wir das erledigt und schon wieder sind wir fertig. Wir haben jetzt da, ich glaube, 5 oder 6 Sekunden gebraucht, weil ich gerade überlegt habe, wie ich das genau mache. Ein Wunder, er spielt gleich was aus. So, okay. Jetzt ist die Frage, wie wir das machen. Problem ist mir echt, dass wir das jetzt so machen müssen. Das ist jetzt ein bisschen bitter. So, Chuck. Chuck. So. So einfach geht das. Schon haben wir das wieder vernichtet. Als nächste Runde zocken wir den Dundranosaurus aus. Wenn wir den ausgespielt haben und der dann überlebt, kann man das ausspielen, das ist so geil. Dann hat er keine Chance. Ach, was ja noch zu erwähnen ist, jetzt ist ja diese Pegasus-Runde, deswegen spiele ich jetzt momentan wahrscheinlich gegen lauter Noobs. Deswegen werden wir da ziemlich oft gewinnen. Wie ist denn das? Ui, nett. Aber so gesehen bringt ihm das nicht viel. LOL! So, wir werden das jetzt mal so spielen. So. Jetzt warten wir auf den Zug, was er macht. Er wird wahrscheinlich jetzt die Karte zerstören mit einem Attentat. Oh, das war gut. Das war echt gut. Gut gespielt, Junge. Gut gespielt, Junge. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir bald eine gute Karte reinziehen. So, Chuck. So, das war echt gut gespielt von ihm. Also da kann man nichts sagen. Da hat er echt gute Arbeit geleistet. Ist die Frage, ob er mich direkt angreifen wird. Ich glaube aber nicht. Das wäre aber echt geil, wenn er das machen wird. So viele Möglichkeiten. Aber ich vermute mal, okay. Okay, dann macht das so. Okay, so macht das. Oh. Alter, krass. Ach so, er greift so direkt an. Was ist dumm von ihm? Das war echt dumm. So. Oh, das war jetzt dumm von mir. Das war jetzt dumm, okay. Oh mein Gott! Bin ich dumm! Oh mein Gott, ey! Oh mein Gott! Ich bin so schlecht, Alter! Oh mein Gott! Das gehört zu einem Facepalm! Ich hab's genau falsch rum gemacht. Na gut, das war's. Mit einem Let's Play von Let's Fail Hearthstone. Euer Goyatur. Oh mein Gott!